Hallo ihr Lieben, ich bin Susanne Matzkat-Bader. Ich gebe Kartenkurse in Tarot und in Kipper. Ich mache auch sehr viele Beratungen. Und wirklich bei jedem meiner Kurse fragen mich meine Kursteilnehmer, wie legt man denn richtig Karten und wie ist es mit umgedrehten Karten? Und auch wenn Leute zu mir in die Praxis kommen, die fragen mich dann, ja, soll ich mit der rechten oder mit der linken Hand ziehen? Und all diesen, sagen wir mal, Geheimnissen gehen wir hinterher, lichten wir mal da ein bisschen auf, was ist da wirklich das richtige Karten ziehen ist. So, da müssen wir mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Ich habe sehr viele Bücher über Karten legen, natürlich steht da auch mal was drin über Karten mischen und Karten richtig ziehen. Und das Lustigste, was ich jemals darüber gelesen habe, war, dass es nur vor, ja, muss schon ein paar Jahrhunderte her gewesen sein, 2, 3 vielleicht, da hieß es, also man darf nur an bestimmten Tagen Karten legen, das waren Freitage. Und die mussten auch mit dem speziellen Mondstand zusammenhängen und man durfte die Füße nicht überkreuzt haben und nur zu einer gewissen Uhrzeit. Ja, also ich denke, das kann man heute nicht mehr bringen, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, pass auf, nur mal Freitagabends von 20 Uhr bis 21 Uhr, auch nur wenn Vollmond ist, lege ich Karten. So geht's heute nicht mehr, das ist euch klar. Ja, aber was wird da beschrieben? Da wird ein Ritual beschrieben, wie jemand sich praktisch einstimmt auf das Kartenlegen. Ja, also da muss die richtige Zeit herrschen und die richtige Stimmung und natürlich auch der richtige Ort. Und ich persönlich finde das auch ganz gut, wenn man sozusagen sich auch auf eine Kartenberatung, bevor man also Karten zieht und mischt und legt, ja, sich darauf einstimmt und in so eine Art entspannte, meditative Stimmung kommt, ja. Das geht ganz gut bei manchen Leuten, wenn sie vielleicht eine Kerze anmachen. Andere, die machen sich ein Duftöl an oder ein Duftstäbchen, ja. Andere meditieren davor. Das ist egal, wie ihr das macht. Auf jeden Fall solltet ihr auf jeden Fall für euch auf eine entspannte Stimmung achten und auch bei dem, der zu euch zum Kartenlegen kommt, sollte er auch einigermaßen entspannt sein. Gut. Es ist aber jetzt nicht so zwingend forderlich, dass jetzt zum Beispiel noch, was jetzt als weiteres Ritual dazu kommt, kenne ich Menschen, die haben also die Karten in Sommer. Sie sagen selber so heiligen Kästchen drin. Und in diesem heiligen Kästchen, da liegen die heiligen Karten in einem heiligen Tuch. Also mit dem heilig meine ich, die Karten werden also geschützt durch ein bestimmtes Tuch und Seidentuch. Und zwar sollen da negative Energien von diesen Karten ferngehalten werden. Das erschließt sich mir nicht ganz, weil für mich sind die Karten jetzt nur eine Art Informationsträger. Also für mich sind Karten einfach Papierstücke, wo vorne und hinten ein Bild drauf ist, ja. Und ich gebe praktisch diesen Bildern eine Bedeutung. Ja, die Karten an sich sind für mich nicht heilig. So ähnlich wie wenn ich eine Musik auf einem USB-Stick habe oder auf einer CD. Die CD an sich, das ist das Medium, ja, wo die Musik transportiert wird. Euer iPod ist das Medium, wo ihr die Musik hört. Ja, es ist aber der iPod nicht irgendwie heilig, er ist natürlich wichtig, ohne den geht's nicht, ja, aber die Information, die ihr wollt, ist die Musik beziehungsweise die Bedeutung der Karten. Also das finde ich jetzt persönlich da zu viel reingelegt, aber okay, jeder wie er will. So, jetzt sind wir also schon soweit, wir haben jetzt also die Karten und wir wollen jetzt die Karten mischen. So, da gibt's auch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich einfach die Karten halt so durchmische. Ja? Ich kenne es aber auch von meinen Beratungen. Da kommen Leute, die spielen anscheinend öfter mal Skat oder das Poker oder Schafkopf, weiß ich nicht. Die machen so, wisst ihr, so zwei Höfchen, die gehen das ineinander über. Wow, geht immer ganz schnell. Ist auch eine Möglichkeit, überhaupt gar kein Thema. Ihr könnt auch alle Karten auf den Tisch legen und das schön umeinander drehen. Sage ich gleich was dazu. Und es gibt auch eine Methode, habe ich neulich erfahren von einer Kursteilnehmerin, die macht das so, die mischelt die Karten sehr locker und dann fallen ihr Karten raus und die ihr rausfallen, die nimmt sie dann zur Deutung her. Jetzt muss ich sagen, das ist jetzt nicht ganz meine Methode, weil mir fallen die Karten nicht raus. Ich mache das so oft und da fällt mir ganz selten eine Karte raus. Ja, wirklich ganz, ganz selten. Das mit dem Karten rausfallen hat auch damit zu tun, wie neu oder wie alt die Karten sind. Je neuer die Karten sind, desto weniger haben die so eine Speckschicht und gleiten auch nicht so gut. Ja, gebrauchtere Karten kann man tatsächlich besser mischen. So, weil es für mich jetzt nicht so wichtig ist, ob eine Karte rausfällt oder nicht, nehme ich einfach die Karte, die rausgefallen ist und stecke sie wieder rein und gut. Für mich ist das so. Für die andere Kursteilnehmerin da von mir ist es wichtig, dass genau die Karten, die da rausgefallen sind, denen hat sie eine Bedeutung zugesprochen. Und diese Bedeutung und diese Absicht, die sie den herausgefallenen Karten gibt, die zählt.
Ja, also ihr gebt vorher eine Bedeutung oder eine Absicht und das nehmt ihr dann als Grundlage. Also für mich wäre das einfach jetzt mit diesen rausfallenden Karten auch zu kompliziert, weil es so lang dauert. Angenommen, ich will jetzt ein keltisches Kreuz legen, da brauche ich 10 Karten und wenn bei mir nie eine rausfällt, Moment, da würde ich dann so eine halbe Stunde rummischen und nichts passieren, dann würde der andere vielleicht auch denken, hey, hallo, was soll denn das? So. Jetzt haben wir also die Karten gemischelt und jetzt geht es darum, ich will jetzt aus diesen Karten, aus diesen Karten was rausziehen. Ich mache es dazu so, dass ich einen Fächer auslege. Ja, ich lege einfach die Karten, die gemischten Karten in einem Fächer aus und lasse dann die Leute ziehen oder ziehe selber die Karten. Andere Leute, weiß ich, und das funktioniert sicher ganz genauso, die nehmen dann einfach von diesem gemischelten Stapel einfach die ersten Karten weg, so viel wie sie halt brauchen. Ja, ihr könnt auch die untersten wegnehmen, das ist ganz egal. Ihr müsst nur einfach eine Methode haben, mit der ihr gut klarkommt. Gut. Jetzt haben wir also den schönen Fächer gelegt und jetzt sage ich also zu meinem Klienten, der da zu mir kommt, so, jetzt zieh mal bitte, je nach Legesystem, 4 Karten, 3 Karten, 10 Karten, ja? Und dann sage ich auch immer so, bitte verdeckt die Karten ziehen. Das gilt auch für euch, wenn ihr euch selber die Karten legt. Warum? Ich weiß jetzt erfahrungsgemäß, dass es so ist, dass also, wenn man jetzt Karten zieht, natürlich schon ein bisschen aufgeregt ist. Und wenn man dann irgendwie sowas zieht, der Tod oder der Teufel oder weiß ich, der Kuckuck irgendwas, ja, und selber sich erschrickt in dem Moment, dann ist die weitere Legung auch ein bisschen kritisch. Ja, das ist dann irgendwie so von Angst durchsetzt oder von Aufregung durchsetzt, das ist nicht so gut. Übrigens, wenn ihr merkt, dass euer Gegenüber extrem aufgeregt ist, also extrem aufgeregt heißt, dass er vielleicht weint oder sogar zittrige Hände hat oder sonst was, dann zieht ihr die Karten. Das geht ganz genauso. Dann sagt ganz einfach, weißt du was, ich ziehe die Karten für dich. Ja? Jetzt beim Kartenziehen gibt es auch ganz unterschiedliche Leute. Da gibt es welche, die ziehen, ich sage, also zieh mal bitte 4 Karten. Ich mache zack, 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 zack und haben 4 Karten. Es gibt andere, ich gehe davon aus, sie sind hellfühlig, die langen dann über meinen Fächer so drüber, gell, und dann spüren sie es so und dann sagen sie, oh, da kribbelt es ein bisschen, da wird es warm. Na, ich glaube, ich nehme doch die, ja. Die brauchen da ein bisschen länger, aber das kann ich verstehen, weil sie machen es halt mit ihrer Art und Weise und ich warte halt, bis sie die 4 Karten mir gegeben haben. Was ich übrigens auch immer mache beim Kartenziehen, und das würde ich euch auch extrem raten, ich zähle leise mit, ja, weil ich weiß, dass man ist da in so einer Versenkung und so, darauf ja fokussiert auf dieses Kartenziehen, dass man manchmal einfach vergisst, ey, habe ich jetzt schon 4 Karten oder sind es 5 oder habe ich jetzt alle 10 beieinander beim keltischen Kreuz oder nicht, ja? Das ist immer ganz gut, wenn man ganz leise mitzählt. Was auch ein guter Tipp ist beim Kartenziehen ist, macht es immer gleich. Also, dass ihr zum Beispiel immer wisst, die unterste Karte war die erste und die oberste war die letzte, ja? Weil das ist auch schon oft passiert in meiner Praxis, deswegen erzähle ich das, dass was man also die Karten zieht und dann immer nimmer weiß, oh Gott, war der Stapel jetzt so rum oder so rum? Und dann hilft euch das auch nichts, wenn ihr dann nervös werdet und dann denkt, oh Gott, das habe ich halt falsch rum gemacht oder eben nicht oder richtig. Ja. Dazu gehört auch, es gibt auch Leute, also so habe ich tatsächlich auch gelernt früher. Die machen also jetzt zum Beispiel 3 Häufen, also die mischeln die Karten, machen 3 Häufen. Dann ziehen sie praktisch die 3 Häufen, drehen sie um, interpretieren dann da die unterste Karte, die da ist. Und dann legen sie die 3 Häufen nach einem bestimmten System wieder zusammen. Also nicht wieder so 1, 2, 3, sondern auf 2 kommt 1 und auf 1 kommt 3. Ja? Fand ich damals schon, als ich das gelernt habe, für mich nicht so passend, weil ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Ich habe immer gedacht, oh Gott, habe ich es jetzt richtig rum gemacht und soll das jetzt so oder so oder so. Das hat mich total gestresst, ja. Und ich halte auch nichts davon, heute nicht mehr davon, dass wenn ich schon also praktisch ein großes Kartenbild auslege, das gilt für das große Kartenblatt, dass man da das so aufeinander stapelt, die Karten. Ich meine, da habe ich alle 36 Karten drin. Da muss ich nicht extra noch 3 extra erzählen und nochmal extra Informationen geben. Ich persönlich finde, das verwässert die Geschichte viel mehr. Genauso gilt es für mich bei umgedrehten Karten. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, aber umgedrehte Karten haben die umgedrehte Bedeutung. Okay? Also, jetzt haben wir zum Beispiel 78 Tarotkarten. Jetzt, wenn die alle noch eine umgedrehte Bedeutung haben, dann haben wir also 78 mal 2 Bedeutungen. Tut mir leid, das sind, keine Ahnung, über 100, was weiß ich was, 50 Stück, ja, aber hey, hallo. Also, so differenziert braucht keiner Karten legen. Es reicht, wenn ihr die 78 Karten kennt, ja, und die gut kennt und vor allen Dingen, wenn sie auf dem Platz liegen, dann haben sie ja schon eine Bedeutung. Dann heißt es zum Beispiel, tu das oder tu das nicht.
Ja, also da ist ja die Bedeutung schon umgedreht dabei. Da muss nicht nochmal, wenn die Karte umgedreht ist, nochmal die Bedeutung gedreht werden. Also ich finde das einfach kompliziert und ich bin der Fan der pragmatischen, umsetzbaren Lösungen. So, und dazu kommt bei diesen umgekehrten Karten, die müssen ja schon mal umgekehrt ins Kartendeck rein. Das heißt, da könnt ihr nicht einfach so mischen oder diesen hier machen, sondern ihr müsst wirklich alle 78 Karten jetzt zum Beispiel auf dem Tisch auflegen und dann so übereinander rudern, dass die auch mal in eine andere Position kommen. Und tut mir leid, also das finde ich jetzt für mich zu kompliziert. Okay? Also, ihr seht schon, es hat viel damit zu tun, welche Erfahrung ihr selber gemacht habt und mit welcher Absicht ihr da reingeht. Ja, wenn ihr einfach für euch ganz klar definiert, ich komme mit dem und dem System klar und das mache ich immer so und da habe ich gute Erfahrung und wenn die Karte umgedreht ist, dann drehe die einfach um. Oder wenn sie rausfällt, stecke sie rein. Oder andersrum, wenn die jetzt rausfällt, dann hat sie wenig Bedeutung, dann ist es okay. Dazu müsst ihr aber ein bisschen üben, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann das wirklich einmal für euch festlegen. Also nichts ist schlimmer, wenn man es dann heute so macht und morgen so und übermorgen nochmal anders, weil jetzt hat man in einem neuen Buch nochmal was anders gelesen. Und nochmal zu diesen ganzen Büchern. Wisst ihr, da hat mir nämlich auch jemand die Tage geschrieben mal, ja, aber in meinem Buch, da steht ja was ganz anderes drin, als was du erzählst. Gut, also ein Buch ist einfach nur die Meinung eines Einzelnen. Okay, da hat halt jemand die Meinung, ich mache so oder so oder so, so wie ich heute jetzt meine Meinung euch vorgestellt habe. Ja, das ist nicht die Wahrheit. Ein Buch hat immer auch mit dem Bewusstheitsgrad des Autors zu tun. Ja, also wie redegewandt ist der, wie intellektuell ist der, wie weit ist sein Bewusstsein entwickelt. Okay, also nimmt da nicht alles immer für bare Münze, was da jetzt in einem Buch steht. Ich habe viele, viele Bücher, sehr viele Bücher wirklich über Tarot, über Kippen, über Kartenlegen an sich. Und ich kann euch schwören, es gibt Bücher, da steht so Quatsch drin, dass es schlimmer nicht mehr geht. Und es gibt andere Bücher, die haben so für mich so eine zeitlose Bedeutung. Da bin ich mir sicher, die Informationen, die da drin stehen, die werden auch noch hunderte von weiteren Jahren übertradiert werden. Wenn ihr jetzt auch so genau Karten legen lernen wollt, dann meldet euch bei uns, bei mir. Ich habe ja eben diese Kartenlegschule, also das heißt, ich biete das im 1:1-Coaching an, mit euch Kartenlegen zu lernen, ja, Tarot und Kipper. Jetzt freue ich mich über ein Gefällt mir und über ein Abo und bis bald mal wieder.